Sag seinen Namen. Sag seinen Namen. Virgil? Virgil. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder warum du dumm genug warst, mich anzugreifen. Doch ich weiß, dass du diesem Mädchen etwas bedeutest. Und ich wette, sie ist auch dir wichtig. Und ich weiß, dass du mit dem Nephilim zusammenarbeitest. Ich will den Nephilim. Du willst das Mädchen. Lass uns doch einfach tauschen. Interessant. Interessant? Mondus weiß weniger, als ich dachte. Er kennt meinen Namen, doch das ist alles. Er weiß nicht, dass wir Brüder sind oder ich ein Nephilim. Sie ist stark, hat durchgehalten. Ja, das hat sie gut gemacht. Aber wir können sie nicht retten. Was meinst du? Glaubst du ernsthaft, dass ich dein Leben gegen ihres eintauschen würde? Das sage ich doch nicht. Abgesehen vom Fakt, dass du mein Bruder bist, bist Nein, du der Schlüssel zum Sieg. Nein, ich sage nicht, dass wir mich gegen sie eintauschen. Wir sollten einen anderen Tausch anbieten. Cat gegen Mundus Weib Lilith. Warum würde Mundus sich um eine seiner Huren scheren? Weil er sie geschwängert hat. Was? Woher willst du das wissen? Als ich am Turm war, habe ich einen Dämon namens Phineas getroffen. Er wusste es. Ja, ich kenne den Namen. Das ist ausgezeichnet. Wir haben Zugriff auf Mundus ungeborenes Kind. Das ist genau, was wir brauchen, um ihn herauszulocken. Nein, wir nutzen es, um Cat zu befreien. Das ist Wahnsinn. Du würdest die Zukunft der Menschheit für ein Mädchen riskieren? Cat ist durch die Hölle gegangen, um uns zu schützen. Wir finden einen Weg, um Mundus zu kriegen. Ich werde sie nicht zurücklassen. Verstehe. Okay. Wir folgen deinem Plan, Bruder. Dort ist er. Mondos Hure Lilith führt diesen exklusiven Club für die High Society in der Innenstadt. Da treffen sich Berühmtheiten, reiche Säcke, Banker, solcher Leute. Es fließen massenhaft dämonische Substanzen. Sie macht die armseligen Würmer süchtig. Und das Zeug verwandelt sie in seelenlose Sklaven. Hey! Sie wird heute Nacht dort sein. Du kommst nicht rein. Nur geladene Gäste. Jetzt schon. Wir keine wilden Ratten hier rein. Aber ich habe schon so viel von dir gehört. Ich konnte einfach nicht darauf warten, zu erfahren, wovon alle erzählen.
Willkommen zurück bei DMC. Wie ihr seht, wir sind in einen Club eingedrungen und wir kümmern uns jetzt um die Geliebte von Mundus. Und vielen lieben Dank wie immer an die Leute, die die letzten Videos bewertet haben. Und jetzt geht's los. Naja, wer hier sterben wird, das werden wir doch bald mal sehen. Ah, verdammt, da habe ich zu spät reagiert. Nein, verdammte Axt. Schon wieder die Hexe. Aber da weiß ich ja, wie schnell ich die fertig machen kann. Kaum auf S-Rang und schon wieder down. Ich fass es nicht. Ich glaub's nicht, der hat so ein Schutzschild. Naja, gerade so noch gelöst. Sag schon, Dante, was führt dich hierher? Die Musik? Der Champagner? Die Mädels? Oder hat es etwa was mit diesem dürren, kleinen, verwelkenden Blümchen zu tun? Ich bin nur wegen dir hier. Verdammt, komm hier runter! Ich würde ja, Dante, aber wie soll ich das sagen? Du hast nicht mein Niveau. Hallo, meine wunderschönen Kreaturen, Menschen und Dämonen. Heute bieten wir euch ein aufregendes Ereignis. Die Tanzfläche wird zur Arena. Verdammt, wo ist der Dicke? Wo ist der Dicke? Der ist da hinten. Okay, der checkt's noch nicht. Komm mal hier runter auf den Meter. Oh, Dickerchen. Na, alles fit im Schritt. Oh, der Dicke stinkt sauer. Ich weiß ja mittlerweile auch, dass ich es so nicht klar machen kann, wenn er so an mir rankommt. Aber ich kann ihn so zu Fall bringen. Nee, kann ich doch nicht. Er ist ganz heiß auf mich. Man sieht es ihm auch richtig an. Dickerchen, komm mal ran hier, komm. Du willst also nicht. Okay, der war echt mies von dir. Oh nein, ich bin so verrückt. Wo ist der Kettensägen-Freak? Ach, da ist er. Na, warte mal, wir gehen mal auf die Handschuhe. Keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, was? Ich werde es ja hoffentlich herausfinden. Nun, wir können ja ein wenig umdekorieren. Den Spießrutenlauf habe ich nur für dich erschaffen, Dante. Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Oh, das ist mein Club. Und du hältst dich gefälligst an meine Regeln.
Ja toll, geile Nummer, dass sich die Location hier auf Knopfdruck ändern kann. Erstmal schauen, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall erstmal eine verlorene Seele. Ein paar grüne Spinnen. Leider droppen die keine Gesundheit. Ich habe vorher natürlich wieder in die Missionsübersicht geguckt. Wir finden hier 2 Geheimtüren, 1 Schlüssel und 6 verlorene Seelen. Mal schauen, da drüben ist schon mal eine Geheimtür. Was haben wir da drüben? Noch ein paar rote Kugeln. Ein kleiner Lebensstern und ein paar Spielautomaten. Ich wollte beim letzten Mal schon gucken, was da so gespielt wird in den Automaten, aber leider kann ich das gerade nicht. Tut mir ja leid. Mal gucken, wo müssen wir denn wieder hin? Auf jeden Fall darüber. Aber komme ich jetzt auch wieder so zurück? Jawohl, das geht. Aber wie zum Teufel komme ich dann da hoch? Das geht, glaube ich, nur von hier vorne. Ja, genau. Von hier drüben geht das. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Schlüssel. Ich komme jetzt nicht in diese Tür rein. Na, habe ich mir schon gedacht. Scheiße. Hier muss man wirklich aufpassen, wo man hier lang gehen kann. Das sieht hier alles so bunt aus. Kann ich auch sicherlich leichten Schlüssel übersehen. Wir gehen erstmal an die Statue ran. Gucken, was wir uns holen können. Leider können wir uns kein Gesundheitskreuz holen. Das kostet 5000. Wir haben nur 4578 rote Kugeln. Was können wir bei den Verbesserungen uns holen? Revenant könnten wir auch aufwerten. Mache ich jetzt aber noch nicht. Ach so, das erhöht die Reichweite, okay. Machen wir mal das. Das andere brauchen wir erstmal noch nicht. Was können wir noch bei den Handschuhen holen? Da holen wir uns auch mal eine neue Kombi. Einen Aufwärtshaken mache ich ja nicht so oft. Können wir noch tolles bei Osiris freischalten? Ich weiß es nicht. Ja, Zerspalter können wir uns holen. Und das war's dann auch schon. Mittlerweile haben wir 30 von 79 Verbesserungen. Irgendwo hier ist eine verlorene Seele. Na, wo ist sie denn? Muss irgendwo hier drüben sein. Oder? Ist sie denn? Wie zum Teufel komme ich denn da bitte schön rüber? Oder wird der Weg noch ein Stückchen weiter? Wo ist hier denn bitte schön die verlorene Seele? Die kann ja nur hier unten sein. Ah ja, da ist er. Befreite verlorene Seelen. 45 von 80. Da sind wir auch schon mal auf einem guten Weg. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Wie gestaltet sich die Location? Willkommen bei Der Teufel hat Talent! Ist ganz einfach, Tante. Überleg und du erhältst eine Audienz mit mir. Was natürlich nur heißt, dass ich höchstpersönlich dein Gehirn rausreiße. Aber wenn du versagst, stirbst du und deine kleine Schlampe. Man sagt, dass du die Macht von Himmel und Hölle in dir hast. Sollen wir das mal auf die Probe stellen? Okay, hier muss ich immer R2 gedrückt lassen und hier drüben L2. Oh, verdammt, genau da durchgesprungen. Ich fasse es nicht. Okay, das geht so. Und jetzt hören wir uns das hier. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Ich laufe lieber mal diesen Weg hier. Naja, halte L2, um gegen Engelsboden immun zu sein, schon klar.
Wunde wird für einen gut ausgestatteten Kerl wie dich ein Zuckerschlecken sein. Oh mein Gott, wie viele Runden gibt's hier denn? So, das war die erste Runde. Glückwunsch! Du bist noch in das Spiel und kannst es noch schaffen, der lächerlichste Lackaffe des Limbus zu werden. Jetzt komm ein wenig näher. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich komme mir vor wie in so einem alten 80er-Videospiel hier. Fehlt ja nur, dass uns Mrs. Pac-Man hier über den Weg rollt und uns auffressen will. Runde 2 von 7. Wie schnell bist du? Du hast 30 Sekunden, um einen erbärmlichen Gegner ein Ende zu setzen. Wunderbar. Los geht's. Echt jetzt 30 Sekunden? Okay, das war noch relativ simpel. Mal gucken, wie es weitergeht. Für diesen Scheiß habe ich keine Zeit! Ach ja, die Qual der kleinen Möhre. Sonne, sobald Mundus mit dir fertig ist, wird sie nichts mehr spüren. Gar nichts mehr. Ich schaue erstmal hier oben lang, denn von hier oben kann ich mir einfach besser einen Überblick verschaffen. Was würde passieren, wenn ich da hinten rüber gehe? Oha, da hinten ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Mal gucken, dass ich hier nichts verpasse. Da hätte ich auch rüberlaufen können, da ist aber nichts. Dann geht es einmal darüber. Aber wie komme ich da hin? Ach so, da ist ja noch was. Oh, das war knapp. Das wird auf jeden Fall der Weg zum Schlüssel sein. Geht ja gar nicht anders. Genau, da haben wir ihn auch schon. Komme ich jetzt direkt darüber? Ne, das ist wahrscheinlich zu weit. Ah, verdammt, da muss ich wieder zurück. Gott sei Dank können wir mit dem Engelschub auch so weite Strecken zurücklegen. Was wäre jetzt passiert, wenn ich unten lang gegangen wäre? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Unten, was wäre unten gewesen? Unten wäre, glaube ich, fast eine Sackgasse gewesen, oder? Nee, da hätte ich auch mit dem Engelschwung rübergekonnt. Naja, gut, egal. Wir sind ja schon drüben. Ja, genau. Da gab es nichts weiter. Da oben war der Schlüssel. Und ich glaube, ich habe jetzt alles. Runde 3 von 7, schon beinahe die Hälfte. Was denkt ihr, liebe Feiernde? Sollten wir die Sache etwas aufpeppen? Verdammte Axt, ich hab da zugeschlagen. Oh nein. Jungs, das machen wir anders. Ah.
vergessen, ich muss wirklich immer auf die Felder achten. Wahrscheinlich sollte ich auch in der Mitte des Raumes stehen, damit ich auch immer sehe, was kommt. Gott, wie hat sich die Location denn gewandelt? Nicht mehr so weitläufig. Wir sind jetzt irgendwo im Nirgendwo. Komm schon, Dante. Keine Zeit verlieren. Jetzt wird es erst einmal richtig interessant. Sollen wir die Lichter ausmachen? Oh mein Gott, was setzt jetzt für eine Musik ein? Auf geht's zur vierten Runde. Tipp für fortgeschrittene Gruppensäuberung. Revenants Feuerwerkangriff ist besonders gut, wenn du von schwachen Gegnern umgeben wirst. Drücke X plus Viereck, um einen Feuerwerkangriff auszuführen. Muss im Verbesserungsshop freigeschaltet werden. Eine tolle Nummer. Hab ich also nicht. Oh, weil dieses versetzte, blöde Angreifen von den Viechern. Oh mein Gott, welcher Weg ist jetzt richtig? Die führen doch beide auf diese Plattform, oder? Heftige Location. Was zum Teufel ist da drüben? Das ist doch wieder irgendeine Geheimpassage hier. Oder ist das gar der richtige Weg jetzt hier? Verdammt, was wäre denn da drüben gewesen? Hoffentlich keine verlorene Seele. Denn ich komme da auch nicht mehr rüber. Aber ich sehe von hier aus auch nichts. Also wird da hoffentlich nichts gewesen sein. Mal gucken, wo geht's jetzt weiter? Ich glaube, auf dieser Plattform wäre einfach nur so grüne Orbs gewesen, damit wir uns hätten die Energie aufladen können. Hoffe ich jedenfalls. Oh, was geht jetzt ab? Das war doch mal ganz nice. Oh, falsche Waffe. Langsam ist es für dich darum, und es ist von dir fasziniert ist. Oh nein, warte, ist er nicht. Er will dich nur tot sehen. Und es wäre mir eine Freude, ihm diesen Gefallen zu tun. Ja, ja, ja. Wer will uns hier nicht tot sehen? Die Frage stelle ich mir gerade. Von da drüben kamen wir, glaube ich. Genau. Sah eben von hier drüben so aus wie eine Geheimtür. Jeder will was von dir. Besonders meine Freunde hier. Hier ist einer von ihnen. Nein. Oh nein, nicht der Typ. Den habe ich mal ganz schnell so gekontert, weil der Typ kann echt lästig sein. Jetzt geht's weiter nach oben.
Und dann kommt auch schon die die sechste und die siebte Runde. Und dann war's das, glaube ich, auch schon. Wo führt uns das denn bitte schön hin? Das ist doch 100 Pro wieder was Tolles, Geheimes. Ah, eine verlorene Seele. Okay, ja, nice. Und siehe da, dort unten ist auch schon eine Geheimtür. Feuer speichern wir mal schnell ab, holen uns noch einen kleinen Gegenstand, denn wir können uns ja ein weiteres Gesundheitskreuz kaufen. Und das mache ich jetzt auch mal. Wie teuer waren die jetzt? 7500. Oh mein Gott. Naja, gut, egal. Mal schauen, was uns diesmal in dieser Geheimmission erwarten wird. Schnell geschnappt, sammle die angegebene Menge rote Kugeln innerhalb der Zeit. Okay. Die Frage ist natürlich, wo sind hier überall diese Gegenstände? Verdammt, jetzt habe ich Zeit verschwendet. Komm schon, Dante. Wir haben es gleich, jawohl. Und damit hätten wir auch ein weiteres Bruchstück. War ja relativ einfach, wenn man weiß, mit welchen Waffen man vorgehen kann. So, weiter geht's. Auf zu den letzten beiden Runden. Mal schauen, war hier irgendwo noch eine Plattform? Nee, glaube nicht. Das brauchen wir zwar nicht, aber wir holen uns das trotzdem. Eine weitere verlorene Seele, aber her damit. Das war jetzt, glaube ich, schon die fünfte. Unter mir befindet sich auch nichts. Von da kam ich. Weiter oben scheint es auch nicht zu geben, also geht's weiter. Oh mein Gott, zwei Wege. Du nimmst nur deine kleine Freundin. So eine Schande, dass du nicht zusehen kannst, wie sie demütig heult. Willst du wissen, wie sie klingt? Ein bisschen wie deine Mutter, als Mundus ihr das Herz herausgerissen und verschlungen hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher der richtige Weg ist und ob der andere auch so aussieht. Ich möchte mich diesbezüglich einfach mal vergewissern, ob das wirklich so ist, dass es da drüben anders aussieht, aber wahrscheinlich nicht. Nee, sieht genauso aus. Dieses Spiel ist aus und vorbei. Verdammt, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kommen die letzten zwei Runden, wa? Bring diesen labbrigen Dämonen-Arsch hier runter! Geisterhüter. Hab ich gerade total verlesen. Na, verdammte Axt. Ah, ich glaube, ich muss die erst so aufdecken. Vorher kann ich die gar nicht treffen. Blutwüter. Okay, es gibt einen Geisterwüter und einen Blutwüter. Und auch der kann sich unsichtbar machen. Ich fasse es nicht. Okay, den kann ich dann wahrscheinlich nur mit dieser Waffe hier schlagen. Oder jedenfalls sichtbar machen. Ich
verdammt, wollte den schönen Angriff aufladen. Lass mich raten, zwei auf einmal. Wusste ich. Was sind das? Drei? Verdammte Axt. Meine Güte. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Okay, einer ist hin. Schon mal ein Anfang. Verdammt, jetzt ist er wütend. Okay, mit A beendet. Du bist dran, Schätzchen. Oh, das war schon. Mission abgeschlossen. Mal gucken. Mal wieder ein C-Rang bei Stilpunkte. Was sagt die Zeit? Ein D-Rang, wie immer, hat er schon Tradition. Ja gut, die eine Tür, die konnte ich ja nicht betreten, weil mir ja auch ein Schlüssel gefehlt hat. Und wir haben mal wieder mit Rang C abgeschlossen. Aber das spielt keine Rolle, Hauptsache abgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das gerne kommentieren oder eine Bewertung da lassen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter mit DMC.